und mit einer zweiten Wortmeldung in der Debatte Gesundheits- und Frauenministerin Sabine Oberhauser von der SPÖ. Um das klarzustellen, Wien ist der Ort, wo das stattfindet. Die Stadt Wien, die öffentliche Hand, weder das Ministerium noch die Stadt Wien haben mit diesem Frauenhaus etwas zu tun, weder mit Spenden noch mit sonstigen Dingen. Ich selbst bin seit vielen, vielen Jahren bei den Wiener Frauenhäusern. Wir haben unsere Frauenhäuser, die in einer einzigartigen Art und Weise von der Stadt Wien finanziert werden und in einer einzigartigen Art und Weise von den Betreiberinnen der Frauenhäuser mit einer großen Budgetdisziplin geführt werden. Es ist so, wie Andrea Brehme sagt, bei den Wiener Frauenhäusern, die mit der Stadt Wien und mit der öffentlichen Hand zu tun haben, gibt es diese Einschränkungen nicht. Das, was du zitierst, ist ein privates Projekt, über das ich keinen Einblick habe und auch die Stadt Wien wahrscheinlich keinen Einblick hat, soweit wir wissen, auch keinerlei Fördergelder oder sonstige Dinge dorthin laufen, weil die Stadt Wien ihren eigenen Bedarf unter Anführungszeichen selbst deckt und das in vorbildlicher Art und Weise.